Gut, danke. Danke für das schöne Gespräch. Das Loch hat sich aufgetan. Und wir hüpfen hier rein. Ich kann nicht weiter. Es ist ein Stein im Weg. Wir haben es schon so weit geschafft. Oh nein. Obsidiankämpfer, Priester. Ich weiß nicht, will das Spiel, dass wir uns hier einfach übermächtig fühlen, indem wir halt die Skelette mit einem Schlag kaputt machen? Also, ich als ungeübter Spieler sehe natürlich, dass ich übermächtig... Nein, sehe ich natürlich nicht. Ich sehe natürlich, dass es die Gegner dieser Ecke hier sind, die halt wesentlich schwächer sind als die Paladine und so weiter. Was ist das denn für ein Fuck? Verstehe ich auch nicht. Okay, hier sind keine weiteren Gegner. Ich habe natürlich jetzt gehofft, dass da jemand ums Eck lugt. Also wir sind fast komplett durchgeskillert. Na komm. In Magie, aber nur fast. Bedeutet also, wir werden nicht so stark sein. Natürlich werden wir stark sein. Ich hoffe, wir kriegen den Endkampf gut rum. Ja. Muss zugeben, mich hat das auch schockiert, dass der Kampf gegen, also in der Arena eigentlich so einfach war. Naja, die haben Gold dabei, so. Natürlich, im Endkampf brauchen wir doch Gold. Ja, so. Das ist die Kammer, daran erinnere ich mich. Genau, wir hatten keinen weiteren Weg, sondern wir sind hier quasi schon bei Xesha gelandet. Im Tempel der zweiköpfigen Göttin. Hi. Ja, ich. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich freue, dir endlich zum letzten Mal zu begegnen. Du bist zäh, wie eine Schöne. Cool, danke. Oder ich vertrete dich. Eieieiei. Bist du nett, Kumpel? Gut. Wirklich, was kann ich dir jetzt nicht antun, ha? Haben wir uns gegenseitig ausgesperrt? Wir kämpfen dann... Oh. Haben ja gar nicht mal so wenig Schaden gemacht, die Kleine. Na komm. Du kriegst dann... Ich will ja nichts sagen, aber töten wir dich gerade mit Blitzzaubern? Gut, mach mal hinne. Aua! Da kam mir was von unten hoch. Aua! Die macht der ernst? Aha. Au. Die macht halt echt nur Schaden deswegen, ne? Ist da hinten noch ein Gegner? Nö, ne? Kann ich dir nicht so wehtun? Ernsthaft! Doi! Ein Schild? Ah, Siegel des Schläfers. Die Prophezeiung der Göttin hat sich erfüllt. Mal wieder. Klammer. TM. Das ist das Zeichen. Lasst uns mit dem Ritual beginnen. Was meinst du, Torus? Torus. Das ist unsere Chance, den Eroberer zu vernichten. Lass sie uns ergreifen. Gorjamal. So, es kam. Ist es der Schläfer?
ist der Ausblick auf das DLC, wie ich sehe. Das war eines Torus, ein Magier. Oder die haben ihn herbeisprungen. Wow, wow. Ach Leute, was soll ich euch sagen? Es ist in so vielen, also wirklich, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, das in so vielen Ecken einfach komplett versagt hat. Also wirklich versagt hat. Ich will euch sagen, das Spiel hat mich in vielen Ecken enttäuscht, weil es ist linear, irgendwie ist es Backtracking, es ist viel hin und her laufen, es ist Monster töten. Die Monster sind irgendwie so, okay, die sind halt da, sind Mobs und irgendwie vermischt sich hier so vieles. Es vermischt sich, wir haben auf der einen Seite so ein Spiel, das irgendwie Gothic ähnlich sein wollte. Also es ist es ja nicht, das ist ja schon festgestellt und es ist aus dem Kanon rausgekommen. Ich wiederhole das immer wieder. Ich sage immer, es ist kein Gothic. Ja, es ist wirklich kein Gothic. Aber es wollte sich damals Gothic nennen und deswegen nehme ich, also es wurde mit dieser Absicht erstellt. Ne? Also das müsst ihr euch immer bedenken. Ne, also es ist es halt, es will es sein, ist es aber nicht. Aber es macht sehr, sehr viel Fanservice. Dann hat es irgendwo so einen Anschein, ehrlich gesagt, und da bin ich gar nicht mal böse drauf, es hat Ecken, wo das Spiel wirkt wie ein Spellforce, weil, also, ne, ich weiß nicht, ob ihr Spellforce 3 mal gespielt habt, ich mag das Spiel sehr tatsächlich, Spellforce 3 macht mir sehr, sehr viel Spaß. Vielleicht machen wir da auch mal ein Let's Play dazu. Es sind sehr lineare Level und das erinnerte mich deswegen, weil Spellforce halt viel mit Laufen zu tun hatte am Ende. Also, wenn du alles erledigen wolltest, musstest du sehr viel laufen, viel Backtracking auch und so. Aber der Punkt ist, bei Spellforce, es ist halt ein Strategiespiel. Es ist so eine Mischung aus einem RPG-Strategie-RTS-Game, so, ne, halt. Und wenn du dort läufst, dann lässt du deinen Charakter laufen, musst du die ganze Zeit W drücken und du läufst nicht die ganze Zeit und so weiter. Und, also selber. Und das hat das Spiel so ein bisschen auseinandergezogen. Und es hat das nicht so generisch gemacht. Dementsprechend hätte ich dem Spiel auch exakt dasselbe gesagt. Mach das Gleiche, ja, und mach daraus ein gutes RTS-Mixed RPG-Game. RTS, keine Ahnung. Das hätte viel mehr Spaß gemacht. Dann wäre das Backtracking auch nicht so eklig gewesen, aber dann wäre es halt gar nicht ein Gothic gewesen. Ich habe diese Tendenz einfach die ganze Zeit gespürt, weil es halt diese Schleichwege, also es gab diese Schleichwege, diese ganz klaren Wege, wo du lang konntest, ne? Und es waren halt dünne Gänge, gerade hoch, die Klippen hoch. Ey, ohne Mist, das Worldbuilding ist schön, ja? Aber diese Klippen, die fühlen sich für einen Spieler dann am Ende an, als ob du gezwungen wirst, diesen Weg zu gehen. Und das fand ich so schade. Es hat sich so hin und her gezerrt und irgendwie, es hat sich nicht gut angefühlt. Wie gesagt, das Einzige, was ich wirklich loben will, ist eigentlich das Worldbuilding. Das ist schön geworden. Das ist wirklich schön geworden. Hat was. Die haben ein Händchen dafür. Die haben es neu interpretiert. Die haben Agar neu interpretiert. Also grundsätzlich diese Gothic-Welt neu interpretiert. Es war jetzt nicht zu bunt. Es war bunt genug, aber es war nicht zu bunt. Ich hätte mir sogar ein bisschen mehr Grau gewünscht. Aber es hat am Ende tatsächlich nicht diesen Spaß gemacht, den es eigentlich hätte bringen können. Weil ich habe doch mehr, also auch diese Teleporter-Dinge, du hast zwei Teleporter. Warum kannst du dich nicht an die Anfangwelt wieder zurück teleportieren? Das hat mir so viel Freiheiten genommen und wie gesagt, ich weiß noch, das allererste Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, ich war so genervt, weil ich wirklich, ich wollte irgendwas machen, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich habe irgendeine Quest vergessen und ich musste backtracken des Todes. Und es ging halt für mich gar nicht. Es war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte dieses Spiel
Also ich hasse dieses Spiel. Und ich muss zugeben, es hat sich bestätigt, ich mag dieses Spiel weiterhin nicht. Ich hasse es vielleicht nicht mehr, weil diese Enttäuschung von damals war nicht da, mit der Gewissheit, dass es halt eben kein Gothic ist. Aber trotzdem mag ich dieses Spiel nicht, weil es mir jegliche Kreativität und jeglichen kreativen Weg nimmt. Und das ist das, was Gothic gut konnte. Du konntest dich entscheiden, was du gerne machen willst. Und die haben die Entscheidungen innerhalb einer Quest gepackt, indem du einen der drei Lösungswege wählen konntest, das keinerlei irgendwie... Ja, es hat die Welt nicht mehr lebendig gemacht, weil es hatte keine Konsequenz. Du konntest machen, was du willst. So, ich hätte auch sagen können, ich mache alles drei. Was hätten die dann gemacht? Das ist für mich ein Punkt. Und das zweite ist, diese ganze wirklich interaktive, lebendige Welt war weg. Weil du hattest keine Leute, die miteinander agieren. Du hattest nichts, was irgendwie, ne, also was darauf zu schließen hat, dass diese Charakter mit ihrer Welt interagieren. Ne? Also, und außerdem, diese generische, wirklich, wir laufen dir hinterher-Ding, das ging halt für mich auch nicht. Das war für mich eine reine Katastrophe. Zu Recht fragt der Held mitten in der Stadt, wie kommst du denn hierher? Zu Recht. Und ich hätte gesagt, ihr könnt doch gar nicht hier sein, das geht doch nicht. Ich hab's doch gerade mal so geschafft. So, ja, ich habe mich gegen Dämonen durchgekämpft, ich habe die Schmiede gefunden, habt ihr jetzt auch alle die Schmiede gefunden? Versteht ihr, was ich meine? Und es hat mir, also es hat so viele, also es hat nicht nur Logiklücken, es ist einfach nur furchtbar. Ja, und diese Helden, die eigentlich zu diesen Freunden avancieren sollten, die einfach zu nichts avancieren, die sind ja nicht mehr im Endgame mehr dabei. Also außer halt in dieser einen Stelle, an dieser einen Stelle. Aber ansonsten, die sind so irrelevant. Ich hätte auch, keine Ahnung, ich hätte auch einen Generic-Typ mit Burger hinschreiben können, hätte genauso gereicht. So. Und das stört mich. Und dieser Fanservice macht es halt dann am Ende des Tages nicht besser, weil ja, die bringen dann auf einmal neue alte Charaktere zurück, die sie vielleicht auch ein bisschen neu gestalten, aber auch die wirken plötzlich generisch, genau wie alles andere auch. Und das ist das, was das Spiel einfach komplett schlecht gemacht hat. Die Story, man kann sich drüber streiten. Die Story, ich sehe das Potenzial der Story, ja, mit dem Amulett des Schläfers und bla und blubber, aber gut, dann wurde es wieder auf die blinde Frau bezogen, das ist halt auch wieder Quatsch, ja. Man hätte es schön machen können, ne, man hätte es wirklich schön machen können, man hätte vielleicht einfach nicht den Schläfer mit reinnehmen können, man hätte den untoten Drachen nicht mit reinnehmen können, man hat ja wirklich, das so viel Fanservice hat nicht mal Gothic 1 gemacht. Gothic 2 meine ich, weil... Obwohl du selbst in die alte Welt hineinreisen konntest, haben die nicht so viel Fanservice gemacht. Und das ist das Problem. Die haben halt wirklich jeden du konntest ja sogar Snuff treffen. Snuff haben wir ja nicht mal getroffen. Du hast wirklich jegliche Referenzen gehabt. Du hast selbst... Corinnes Hafenstadt wurde teilweise sogar nachgebaut, weil du gemerkt hast, dass gerade Tornaria irgendwie diesen Blick hatte mit diesem Turm. Und ich habe gedacht, Alter, das fühlt sich wie Gothic 2 an. Aber das Problem ist, es ist eine billige Nachmache von Gothic 2, weil der Hafen von Gothic 2 war wenigstens belebt. So, ne? Und das, was mich auch nervt an dem Spiel, es gibt kaum so friedliche Orte, weil es war so ein bisschen, Gothic 2 hatte, ich nehme jetzt mal Gothic 2, Gothic 2, auch Gothic 3, auch Gothic 1, hatte so dieses Gefühl, die Welt draußen außerhalb des Lagers ist hart und innen drin bist du so ein bisschen safe, ne? Ja, natürlich, wenn du dich falsch anstellst, kriegst du da ein paar aufs Maul, ne? Ich zitiere Gorn dabei, aber grundsätzlich ist es so, das sind Safe Spaces und ich hatte hier nicht einen Safe Space. Und dass du nicht schlafen konntest, das war das größte Murks. Das schaffen selbst Indie-Games, die 15 Wochen oder 30 Wochen die Entwicklungszeit haben. So, ne? Nicht mal ein Jahr, sagen wir mal ein halbes Jahr. Und das ist das, was mir fehlt. Das sind so Sachen, wo ich mir immer wieder denke, warum macht ihr das so? Also warum habt ihr diese Entscheidungen getroffen? Ja, dass ihr auf einmal Ningal mit reinnimmt. In Gothic 3 ist Ningal mir so egal gewesen. Ningal. Ja, aber der ist trotzdem da. Auf einmal ist ein, wer war das? Riordan oder Medarin? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich verwechsel die schon seit Gothic 1. Aber ne, auf einmal ist der ein wichtiger Wassermagier. Was ist mit Saturas passiert? Was ist mit Watras passiert? Was machen die denn jetzt? So, gammeln die doch immer in Varant rum oder so, ja. Was ist mit Lester passiert, der alle Freund nennt? So, was ist mit diesem Charakter passiert? Wo man sich sogar im Spiel über ihn lustig macht. Ihr müsst euch halt überlegen, das Spiel macht sich über seine eigenen Charakter lustig. Ne? Und irgendwie, ich weiß nicht, hinter Lester steht so eine dramatische Person eigentlich. Ne, der hat
der ist jemand, der nicht zum Suchenden wurde. Das ist der, der trotzdem noch immer kämpft, der gegen den Schläfer irgendwie ankämpfen musste, innerlich, ne, psychisch. Das ist, was psychisch angeht, ist dieser Charakter ein unfassbar schwieriger Mensch. Der hat ein unglaublich schwieriges Leben hinter sich. Ne, der kämpft sich durch, der wird, auf einmal landet er bei Xardas und irgendwie muss er mit Xardas klarkommen und sowas, ne? Das sind so Sachen, wo ich mir denke, wie krass ist das eigentlich? Und selbst in 3, ne, wo der dann auf einmal, wo haben wir den getroffen? Ich glaube, im Varant, ja genau. Wo auf einmal, ne, auch so ein tragischer Charakter, der von den Orks gefangen genommen wurde. Das ist so krass teilweise. Und hier ist da irgendwie der Freund, hey, wie geht's dir? Ja, ich habe ein Problem mit meinem Sumpflager-Ding, ich wurde gefangen genommen. Genau wie Gorn, genau wie Diego, genau wie Milton, glaube ich, nicht, ist der Einzige. Ne, und jetzt muss man halt auch sagen, zum Beispiel, Milton ist für mich auch so ein No-Name-Charakter geworden. Der ist nicht mal zu einem Pyrokar geworden. Die finden sich so krass, die müssen Pyrokar noch benennen. So, ne? Und das ist so, wo ich mir denke, ah, warum machst du das? Was ist mit Ulta? Ne, so. Ihr merkt, dieses Spiel ist einfach so unausgegoren, so unüberlegt und einfach nur schlecht, ja. Und das ist das, was ich an diesem Spiel halt gar nicht mag, leider. Und ich bin halt enttäuscht von dem Spiel. Also einfach als Spiel enttäuscht. Ich meine, es steht ja nur noch Arcania drauf, ne? Aber ich bin halt einfach nur super enttäuscht und wir werden Fall of Setter Reef spielen und ihr werdet genau das gleiche mit mir durchmachen. Ihr werdet genau, wir werden diesen Spielstand nehmen und wir werden den importieren in Fall of Setter Reef. Und wir werden uns genauso ärgern. Und das wird ein genauso schreckliches Spiel werden. Ne? Aber hey, wir machen's, weil wir wollen, also ich sag mal so, jetzt, wo ich es nochmal durchgespielt habe, mit einem anderen Blick, ne, auch jetzt hier auf dem YouTube-Kanal, ne, ich kann von mir aus sagen, ich habe es jetzt durchgespielt und ich kann sagen, was ich gut und was ich schlecht daran finde. Gothic 3 zum Beispiel hat mich ja positiv überrascht, dass es gar nicht mal so schlecht ist wie in meinen Erinnerungen. Aber gut, es sind Community-Patches rausgekommen und so weiter. Ich konnte es mal richtig durchspielen. Aber einige Bugs sind auch gar nicht da. Aber Arcania, obwohl es Community-Patches hat und so weiter, ist einfach nur furchtbar schlecht. Und es tut mir leid, ich hätte mir einen würdigen Nachfolger für 3 gewünscht, weil 3 war so geplagt mit Bugs und allem. Und es ist so krass, ich persönlich würde sagen, die Gothic-Community hat dem Spiel unglaublich viel verziehen. Dafür, dass es das sogar nochmal hochgepatcht hat und so. Und ich glaube, die Gothic-Community hätte sich mit einem guten Viererteil, hätte gesagt, super, freut mich. Aber das war nicht die Idee dahinter. Die Idee war dahinter, wirklich irgendein Spiel rauszumachen, das irgendwo Gothic mit drin hat und irgendwie an eine Neuzeit anknüpft, die Gothic gar nicht braucht. Und das ist das Krasse. Gothic braucht Gothic 1 und 2 und ich würde auch sagen 3, aber gerade 1 und 2 ist so zeitlos. Es ist ein so zeitloses Spiel. Und das ist das, was Piranha Bytes mit 1 und 2 hinbekommen hat. Das ist das, was man in Arcania nicht verstanden hat. Und das ist der Punkt, weswegen Arcania nicht mehr zum Kanon gehört. Das ist der Punkt, weswegen diesen Playable Teaser Gothic 1 Remake war eine Katastrophe für mich. Es war wirklich eine ganz große Katastrophe. Das Spiel hatte keinen Spaß gemacht. Das Spiel war zu groß. Es war irgendwie eine Mischung auch aus Spielen, wo ich mir gedacht habe, warum macht ihr das? Und ich glaube, jeder Gothic-Fan dachte sich, oh, wenn das so weitergeht, haben wir ein neues Arcania. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass es ein neues Arcania wird. Denn, wie gesagt, ich habe viel Gutes gehört und vielleicht entwickelt sich das Spiel in eine gute Richtung. Dass man versteht, dass Gothic 1 zeitlos war. Und es soll ja Ende 2024 erscheinen. Ich bin gespannt. Ich werde es mir, glaube ich, nicht zuerst kaufen, weil der Playable-Teaser eine Katastrophe war. Für mich als Gothic-Fan. Weil Gothic 1 und Gothic 2 und Gothic 3 hat den Fehler schon angefangen, aber 1 und 2 hatten eine Sache, finde ich, sehr, sehr gut verstanden. Keine zu großen Level, nichts übermäßig aufbauschen, keine Gigantomanie, kein gar nichts. Gothic ist einfach, es ist einfach da, so. Es ist einfach, wenn man Gothic 1 sich betrachtet, das einzig Große waren die Städte und das war's. Alles andere war klein. Keine große Außenarchitektur.
Und das ist auch ein Punkt, wo ich ehrlich sagen muss, so verstehe ich Spiele auch. So verstehe ich auch meine Umwelt. Ich baue keine Stadt und baue dann irgendwie außerhalb noch riesige Monumente hin. Es sei denn, es sind verlorene Monumente. Alte Festung, ne, da wo, auch wo der Stein, der eine Steingolem ist, wo man den einen Fokus bekommt, da wo man Gorn trifft, wo man Lester trifft. Okay, die Orkstadt war total rudimentär. Total rudimentär. So. Ich hoffe nicht, dass Orks in Gothic 1 reden können. Ey, ich werde so austicken. Das ist halt nicht, das ist Gothic, also ich fand, Gothic 3 hat das ja irgendwo noch erklärt. Die mussten die Sprache lernen und Urshak im ersten Teil hat ja schon gesagt, wie, ne, dass er schon die Sprache kann, weil es sinnvoll ist, mit den Menschen zu reden. Im zweiten Teil haben wir, glaube ich, keinen Ork. Wenn dann auch nur. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es nicht in Erinnerung. In Gothic 3 gab es dann sprechende Orks. Und die waren gut, weil sie dann irgendwann glaubhaft waren. In Gothic 4 habe ich keinem Ork geglaubt, dass er ein Ork ist. Also irgendwie habe ich gedacht, auf der einen Seite ist es so ein komisches Völkchen. Irgendwie ist es Ork und irgendwie nicht. Aber ich fand diesen Twist gut, wo du verstanden hast, warum die Orks auf dieser Insel nicht die Menschensprache können, aber dann kommen welche aus Myrtana und können die Menschensprache perfekt. Und das war so ein guter Kniff. Das war so ein guter Kniff. Jeder hat's verstanden. Aber man hat es nicht weiter ausgebaut. Stattdessen kam Xesha mit Anbael. Ich finde diese Story um Anbael und so weiter, finde ich halt, ich finde die scheiße, sorry. Die ist nicht gut. Die ist nicht gut gemacht. Warum soll es auf einmal noch eine vierte Göttin geben? Alles beruhte auf drei Göttern. So, versteht ihr, was ich meine? Naja, egal, Klammer zu. Ich will mich nicht weiter ärgern. Ihr habt meine Meinung schon dazu gehört. Bedeutet, wir sehen uns bei Fall of Sitter Reef als nächstes. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao. Thank you.